Hallo Leute, willkommen zurück hier auf Unica City. Ich befinde mich am Gym, wie ihr hier sehen könnt, denn wir gehen heute mal in die Fitnessbude und gucken, was wir in 15 Minuten Boxsackkloppen erreichen. Nein, Spaß, natürlich nicht, hups. Wir befinden uns am Gym, weil hier ja eigentlich gegenüber der Freizeitpark war und der musste weichen für das neue Gebiet. Und hier sieht man schon ein bisschen davon. Also der Freizeitpark, der wurde ganz weit nach außen verschoben, habe ich auch schon vorgestellt. Und das neue Gebiet steht jetzt hier teilweise, es ist halt noch nicht ganz fertig, logischerweise. Und wir gehen da jetzt drüber, eventuell finden wir ja so einen Hinweis auf die neue kommende Fraktion. Weil es wird vermutet, dass das Gebiet der neuen Fraktion dann wird. Aber wir schauen uns erstmal so die Größe an. Also ich glaube, das geht von da hinten los. Also ich meine, das ist eigentlich fast sogar die Größe des Freizeitparks. In etwa, das kommt eigentlich hin. So, jetzt nur vom Augenmaß her geschätzt. Ihr habt auch hier so eine Baustellenabsperrung. Also nicht zu verwechseln mit einer Bombendrohung oder einem Feuerwehreinsatz. Hier könnt ihr trotzdem durchgehen. Und da man auch das Gebiet betreten kann, glaube ich nicht, dass es irgendwie verboten wäre, jetzt hier hinzugehen. Sonst hätte man das hier nicht hingesetzt oder erst komplett hingesetzt oder irgendwie zugemacht, dass man nicht reinkommt oder halt auch eine unsichtbare Barriere reingesetzt. Ja, auf jeden Fall von der Ecke geht es bis zu der da hinten. Und da hinten würde ich auch erstmal reingehen und wir schauen mal, was wir entdecken. Ob hier jetzt nur Häuser drin sind oder auch irgendwie vielleicht Staatsgebäude. Ich weiß es nicht. Ich bin noch nicht drin gewesen, nur vorbeigelaufen. Weil ja hier die Jobroute von mir vorbeigeht. Vom Müllmann nämlich zum Baumfäller. Genau. Und da laufe ich hier lang. So, und das ist die erste Straße. Da hört es dann auf. Gehen wir einfach mal rein. Wir schauen in die Häuser auch so ein bisschen rein. Sehen halt, dass da noch nicht viel passiert ist. Was ist das denn? Also das soll eine Art Müllecke sein. So in den Gassen dazwischen so ein bisschen der Müll. Das ist ganz cool hier. Kellerfenster. Laternen. Oh, guck mal. Hier ist doch schon mal etwas. Das sieht doch aus wie ein Restaurant. Wo geht es rein? Oh, hier ist wieder Müll. Ja, ich glaube, das soll so eine Art Müll darstellen. Oh, geht sogar. Ja klar, die gehen ja immer. Na, die Häuser sind halt schon leer. Schon leer, noch leer. So, ich hatte auch gerade noch vor der Aufnahme mein Handy ausgemacht, weil ich da wieder angerufen wurde, aber da war ein cooler Text. Von Mrs. Nutella, hey Danger, ich wollte dir nur sagen, dass du ein super YouTuber bist. Und super Videos machst und wenn du zufällig gerade in ein Video, was, du zufällig gerade ein Video machst, möchte ich mal an die Leute da draußen sagen, liked, abonniert und kommentiert, sonst komme ich zu euch nach Hause, XD. Also passt auf, die kommt, wenn er jetzt nicht alle einen Daumen nach oben drückt. Kleiner Spaß am Rand, aber danke für dein Lob. Da ist eine Kasse, genau, also so typisches Restaurant. Ist das hier sogar noch ein Balkon? Oh, das ist ja cool. Ja, was heißt Balkon? Eher so ein französisches Fenster, ne? Man kann ja nicht richtig rausgehen. Ich gehe jetzt nicht wirklich in jedem Haus, jedes Detail nach, ne? Also wir schauen uns das im Groben an, sodass wir einen Part füllen können auch. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Weil ich kann in sowas immer echt sehr lange hängen bleiben. Und will dann alles unbedingt sehen. Aber ich versuche es kurz zu halten. Eine Bibliothek, wie es aussieht. Das ist mal cool. Ich glaube, sowas gibt es noch gar nicht auf Unica City. Oh, hier geht's wieder raus. Boah, ist das denn krass. Bin ich mal gespannt. Aber erstmal hochgehen. Boah, ist ja jetzt größer, als man von draußen vermuten würde, ne? Oh, da kann man sich auch richtig gute Jobs überlegen. Bibliothek, ich könnte mir vorstellen, ja. Jetzt nicht konkret irgendwas. Nein, geh weg. Mich darf keiner sehen hier. Also nicht konkret, aber so eine Denkweise oder so ein Anstupser hätte ich. Ach, guck mal, das ist eine Autowerkstatt. Hier die Hebebühne. Können da Reifen wechseln. Auch cool. Aber tatsächlich vielleicht mal ein Tipp an die Bilder.
Ihr könnt hier Kohleblöcke reinsetzen. Das sind dann Ölflecken. Ah, zwinker, zwinker. Finde ich nämlich mega nice, so diese Darstellung. Auch sehr kleine Häuser dabei. Also ich würde jetzt nicht sagen, das sieht aus wie Chinatown oder so. Man sagt ja immer noch, dass es wahrscheinlich die Yakuza geben wird als neue Fraktion. Ich bin durstig. Das ist aber blöd. So, hier war ich ja vorhin schon. Da ist irgendwie eine Garage. Hui. Ja, hier war doch irgendwie... Ah, nee, das war da. Das sah so ein bisschen wie eine Ruine aus. Okay, hier ist auch gar schon zu. Da komme ich aber durch. Ach so, nee, das ist einfach nur Müll hinten. Gibt's hier Wasser? Wir werden schon Wasser finden. So, genau, was ist denn hier? Boah, das, ich könnte mir jetzt echt nicht... Ja, was... Ach, oh, das könnte so ein... Ja, doch, so ein Innenhof, ne? So ein Gebäudekomplex sein. Dann haben wir auch nochmal so eine Garage, die ist offen. Ach, hier sind mehrere Garagen. So eine Garagenanlage. Genau, hier waren nochmal Parkplätze. Privat sogar. Hier fehlen wahrscheinlich auch noch Fenster teilweise. Oh, der... Was könnte das bedeuten? Oder es sollen hier keine Fenster drin sein. Was ist das denn? Auf jeden Fall alles mit Gitter irgendwie. Hätte ich jetzt keine Ideen. Wenn ihr Ideen habt zu bestimmten Gebäuden, dann markiert einfach mal die Zeit in dem Video und schreibt dann eure Idee, was ihr davon... Was ihr denkt, was das sein könnte. Und das, glaube ich, ist einfach eine Litfaßsäule, ne? So, wo dann Reklame dran ist. Finde ich irgendwie auch gut. Oh, das ist aber... Ne, das sind 1, 2, 3 Häuser, aber sehr hoch. Oder halt mit sehr geräumigen Etagen. So, da hinten ist Wasser und den Brunnen. Wir gehen aber nochmal in die Richtung, wobei ich glaube, da war ja dann Schluss, genau. Auch sehr bunt alles hier, also viele Materialien verwendet, verschiedene vor allem. So, was war das? Hä? Hier war ich noch gar nicht drin. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal sagen, soll ich für solche Sachen den Chat einfach ausblenden? Da oben ist noch so eine Terrasse. Ich hoffe ja, irgendein Schild zu entdecken, was da nicht hingehört. Oh, krass. Oh, was... Ui. Erinnert mich an eine Serie so ein bisschen. Ich sag jetzt nicht welche, weil... Nee, dann geht's richtig los mit den Vermutungen. So, hier ist dann Schluss. Ich guck mal eben gerade. Genau. Oh, da ist sogar noch ein Strandbereich. Oder war der... Nee, der kann ja nicht vorher da gewesen sein, weil hier war ja... Oh, hier ist ja noch mehr. Denn hier war ja der Freizeitpark. Was ist das denn hier? Oh, das, ah, da kann man reingehen. Oh, das Easter Egg. Lull. Okay. Gucken wir vielleicht erstmal hier hinten durchs Grüne. Ah, krass. Da unten ist ja auch noch mehr. So, Wasser. Moment. Richtig gut. Ich bin mal gespannt. Also, wie das integriert wird, dieses ganze Gebiet, also integriert in das Spielgeschehen, ne? Integriert ist es ja schon fast komplett. Fehlen halt hier noch, hier und da noch ein paar Details. Also, kleine Parkanlage. Oh, das sieht irgendwie cool aus. Das gefällt mir hier. Mit diesen Torbögen. Oha, da hinten geht's nicht weiter. Doch, hier ist noch eine Sitzbank. Aber direkt am Meer, finde ich auch schön. Oh, da ist aber das Wasser noch am Fließen und es fließt in die Mitte. Von beiden Seiten. Ein bisschen niedrig, die Brücke. Hui.
Oh, da unten gibt's auch noch mal eine Bank. Ja, da sehen wir die Kirche von weitem. Gehen wir auch gleich noch hin. Da ist auch noch mal ein Steg. Vielleicht wird hier auch noch so eine kleine Yacht. Wobei, es passt hier nicht. Das sieht so idyllisch aus, eine kleine Yacht. Selbst wenn sie klein ist, würde es vielleicht kaputt machen, das Bild. So ein bisschen. So, gehe ich hier mal zurück. Noch einen kleinen Brunnen. So, dieses Haus, da war ich jetzt noch nicht drin. Hier sind wir drumherum gelaufen, oder? Auf jeden Fall hier Holz. Moment mal, das sind doch Bierfässer mit Zapfhähnen dran, ne? Könnte das so eine Art Brauhaus werden? Auf jeden Fall. Oh, cool. Zutritt nur für Personal. Boah, hier unten sieht man die ganzen Bierfässer. Und was ist das? Auch nochmal. Irgendein Lager, vielleicht Weinlager. Ah ja, ich hatte ja gesagt, wir machen es vielleicht mal aus. Es lenkt halt doch ein bisschen ab. Also ein stattliches Brauhaus mit Küche, Lagerraum, Lagerraum, Büro, Büro, Büro. Das will ich haben. So wie man das halt kennt, das Hofbräuhaus in München ist ja, glaube ich, so das größte, habe ich mal gehört, wenn das war. Ach, hier mit einem Klavier sogar. Wobei, mit einem Klavier, das ist ein bisschen nobler jetzt. Brauhaus, da steht doch ein, da kommt doch keine Klaviermusik, oder? Also nicht überwiegend. Egal, auf jeden Fall eine Schenke, ein Brauhaus, ein Lokal. Genau, hier waren wir gerade drin. Das ist so ein bisschen abgeranzt alles. Überall Dreck auf dem Boden, Müll, sehr klein, dünne Gassen. Also schmale Gassen, dünn. So. Oh, was ist denn? Fake House. Okay, das könnte ein Shop werden. Sieht so aus wie die Regale, die es auch in der Mall gibt. Und hier wieder Parkplätze für Arbeiter vom Brauhaus. Finde ich schon sind sehr interessant. Dün, dün, dün. Oh, eine Reklametafel. Warte, was ist denn da drin? Könnte jetzt auch irgendwie so was zum Verkaufen sein. Guck mal, das ist doch, das soll doch auch so ein Bier da. Ah, ich verstehe. Guck, das ist ein Bierkrug mit dem Pfeil nach da. Da geht's zum Brauhaus. Das ist aber eine coole Reklametafel. So, genau, da wusste ich nicht, was das sein könnte. Die St So eine ähnliche Statue gibt es auf UC schon. Aber ich glaube, die ist ein bisschen anders. Gib. So, hier wieder eine Litfaßsäule. Oh, was haben wir da? Oh, hier gibt es eine Bank. Also Bankautomat. Vielleicht ist so eine kleine Filiale. Ich glaube, das geht noch nicht. Das wird nicht gehen. Ja, das muss natürlich erst eingestellt werden. Ah, die Reklametafel finde ich cool. Irgendwie hat es doch ein bisschen was von Altstadt. So, ich würde sagen, wir gucken nochmal hier rein. Auch noch mal was zum Kaufen. Ein kleiner Laden. So, hier wieder eine Litfaßsäule. Hier stehen recht viele. Also drei haben wir jetzt schon gesehen. Hier war das Steg. Ich gehe vielleicht erstmal zur Kirche und dann machen wir den Rest der Stadt innen drin. Gut, ist nicht viel zu sehen, aber ich hoffe halt irgendwie ein Schild zu entdecken. Ein Easter Egg habe ich schon gefunden. Was soll das hier sein? Also eine Hausruine auch wieder hier. Gibt's auch auf mehreren Ecken. Hier auf dem Server. So ganz. Okay, nee, das sah ein bisschen komisch aus. Ach, hier ist die andere Litfaßsäule, oder? Wo wir gerade schon waren, am Anfang. Was ist das denn für eine Riesenesse da oben drauf? Ach, das war dieses Gebäude. Oder oh, dann hätten wir ja eigentlich fast alles schon gesehen, ne?
Oh, hier eine richtig dunkle Gasse. Also hier wird dann bestimmt später gedealt. Kann ich mir richtig gut vorstellen. Dass dann auch hier öfter die Cops mal eine Streife durchschicken. Ja, ich denke, das war's eigentlich. Ich meine, ich bin es gut abgelaufen. Auf jeden Fall, alles in allem, finde ich es sehr interessant. Ich bin gespannt, was das eine oder andere Gebäude dann später bekommen wird. Also gerade die Läden, was man hier kaufen kann. Ganz klar Brauhaus. Nur mit dem Klavier ist noch so ein bisschen fragwürdig. Dieses Gebäude kann ich jetzt auch nicht zuordnen. Eine Bank haben wir gesehen und eine Bibliothek. Eventuell kann man hier neue Shops später, Shops, ja, und Jobs vor allem noch mit implementieren. Da müsst ihr euch aber auch Ideen mitmachen, dass es nicht halt wieder nur Transportjobs sind, ne, von A nach B, sondern irgendwie sowas wie Hochseefischer oder Tabakfarm, wo man ein bisschen anders interagiert. Oder zum Beispiel auch Farmer, ne? Da läuft man nicht von A nach B, sondern man kann es ein bisschen interaktiver alles gestaltet. Jedenfalls, ja, das wäre die. Hä? Ich hab's da ausgestellt. Ah, dann irgendwie wohl nicht. Das wäre das neue Gebiet. Bin gespannt, wann es dann kommt. Jetzt ist halt die Frage, ich konnte jetzt überhaupt nicht erkennen, wohin das führt, also für welche Frag das Gebiet sein könnte. Ich würde fast schon sagen, dass es nicht mal für eine Frag bestimmt ist, direkt. Und ja, ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder was ihr vermutet. Und dann sind wir alle mal gespannt, was dann passiert, wenn es soweit ist und das dann hier eröffnet wird. Vielleicht sogar mit einem Event. Keine Ahnung. Also ich habe keine Infos. Genau wie ihr bin ich. Ich weiß nie mehr als ihr. Wenn ich mal mehr wissen sollte, würde ich es nie weiter sagen, weil dann ist es auch intern wahrscheinlich. Und ja, jedenfalls schreibt fleißig in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich danke fürs Einschalten. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das gefallen hat. Und denkt dran, sonst kommt Mrs. Nutella bei euch vorbei. Wenn ihr nicht liked. Kleiner Spaß. Und ja, im nächsten Part sehen wir uns wieder. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.